Flo Sender. Jam FM. Guten Morgen, Vanessa Mai heute bei uns und zwar ganze 2 Stunden lang. Wir sind in einer, ich würde sagen, Happy Release Woche. Yes. Oder? Oh ja. Neues Album Für immer kommt am 24., quasi jetzt am Freitag. Ganz besonderes Album, weil du hast wirklich schon ein komplettes Album gemacht und das hast du verworfen und jetzt ist dein neues Album am Start. Warum? Was, warum? Hast du eins verworfen? Ja, weil einfach ich, es ist so witzig, als ich das letzte Mal bei dir war, das haben wir ja, oder bei euch war, das haben wir gerade besprochen, da hatte ich wirklich dieses Album, dieses andere, ne? Und als ich von der besten Version gesungen habe, war ich so weit weg von mir, wie ich nur sein konnte. Das ist echt verrückt, wie das Leben manchmal spielt. Und in dieser Phase sind Songs entstanden und mit denen wollte ich einfach nichts mehr zu tun haben. Es war einfach nicht Vanessa. Und dann haben wir uns von allem Negativen getrennt und auf einmal lief's nicht, es rollte und für immer entstand. Und es sind die Songs entstanden, die jetzt auch für immer sind. Und es ist so ein wahnsinns persönliches Album. Ich glaube, das sagt man bei jedem, aber jetzt steckt wirklich so viel Erfahrung und so viel Lebensfreude und so viel Positives da drin. Schön. Ich kann es echt nicht erwarten. Und es ist an meine Fans. Weil meine Fans sind durchgegangen mit mir durch all diese Sachen, durch Höhen und Tiefen und deswegen für immer. Sehr schön, meine Fans. Sehr schön. Wie anders ist das Album jetzt als das, das du verworfen hast? Ja, schon, klar, es ist natürlich schon was anderes, weil das bin jetzt wieder ich, was ich da gemacht habe. Und das Witzige ist, dass man gar nicht sich festlegen kann, so ist es jetzt, was ist es jetzt eigentlich? Also viele sagen, Mensch, das ist ja, was ist es jetzt eigentlich noch? Ist es Schlager, ist es Pop? Ich habe überhaupt mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Das ist auch das Witzige. Dieses Mal war es mir völlig egal. Ich habe gedacht, es ist mir völlig wurscht, ich mache Musik, die ich machen möchte. Geil. Kam und einfach jetzt, so aus dir raus. Es kam aus mir raus. Und jetzt sagen die Leute einfach so, hey, ich finde es mega. Und jeder ordnet das so für sich ein. Ja. Und es macht Spaß. Also, ich finde es super. Ich durfte ja auch schon mal ganz reinhören? Kurz reinhören. Oh. Es ist dancig, es ist poppig, es ist total modern und es klingt wirklich einfach natürlich. Ja. Finde ich richtig, richtig schön. Dankeschön. Ist jetzt quasi gar nichts mehr drauf. Beste Version ist ja trotzdem auf dem Album drauf. Warum? Richtig. Weil ich finde, alles, was im Leben passiert, gehört zu einem. Und man darf auch nichts ausradieren. Und wichtig ist einfach nur, dass man aus den Fehlern lernt, die man macht. Und deswegen hat es beste Version aufs Album geschafft, weil ich mir immer das beibehalten möchte. So mit allen Dingen, die du erlebst, bist du die beste Version, die es von dir gibt. Und jetzt verstehe ich den Song noch viel, viel mehr sehr und ich gut. liebe diesen Song jetzt sehr wirklich. Gut. Also es ist echt verrückt. So, gerade haben wir getalkt. Jetzt würde ich sagen, entertain wir mal die Leute. Oh ja. Wir haben hier Becherchen. Okay. Und da sind Zettel drin mit jeweils einem Song und einem Wort drauf. Und wir versuchen, diesen Song zu singen, indem wir nur dieses eine Wort benutzen. Ach, du meine Güte, ich sehe schon was, da graut es mir jetzt schon. Oh nein. Direkt anfangen? Nein, Motto. Okay. Ich hoffe, du bekommst. Oh Gott. Ja, also es ist natürlich schwierig. Okay, pass auf, es geht los. Fa-fa-fa-fa-ta-fa-fa-fa-ta. Better, oder? Ja! Wie gut du bist! Hey, sehr schön, ich dachte, uiuiui. Das kommt, das liegt nur an dir. So, jetzt wird's richtig schlecht. Okay. Ach, sag mal. Tinder. Ja, also. Tinder, wer hat sich dieses so. Wort rausgesucht, Freunde? Ich weiß auch nicht, warum. Tinder. Sehr gut, wir haben noch 2 Runden vor uns, weil es jetzt so schnell ging. Sollen wir noch eine machen? Ja, komm, machen wir noch eine. Machen wir noch eine. Ah, krass. Soll ich? Kannst gerne. Kuss. Kuss. Will ich dich in diese Scheiße vermissen? Yes. Ah, der war schwierig. Der war erst schwierig. Sehr, sehr gut. Komm, wir machen. Mach noch einen. Okay. Komm. Ich glaube, die Leute hören uns so gern singen. Okay. Geld. Ah, ja klar. Ich hasse diesen Song. Hör mal. Hier, Dance Monkey. Ja. Wie heißt sie? Tone and Eyes, oder? Tones and Eyes. Sehr gut. Ich finde sie geil. Ich finde sie geil, ich finde die Geschichte geil, aber der Song ist einfach so wirklich so im Kopf drin. Das stimmt. Man kriegt halt nicht los. Ich liebe das. Eine Runde machen wir noch, aber gleich erst. 93.6 Jam FM, hörst du. Schönen guten Morgen. Mona, Dennis und Vanessa Mai bei uns. Morgen. Hallöchen. Wir hatten dich ja schon mal da und durften dich schon mal da haben. Und das ist total irre im Nachhinein, weil als du das letzte Mal da warst, war das kurz vor deinem Song Beste Version.
Version. Und auf Instagram hast du dazu geschrieben, als ich von der besten Version gesungen habe, war ich so weit von mir entfernt, wie ich es nur sein konnte. Ja. Und hattest quasi einfach eine schwierige Zeit und den Höhepunkt quasi darin, dass du auch deine Arena-Tour 2019 verschieben musstest. Ja. Jetzt ist es ja ein starker Schritt, das zu machen, und mutiger Schritt. Wann hast du gemerkt, nee, Freunde, jetzt geht's nicht mehr weiter? Oh je, also ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so einen Moment gab, aber es war einfach so eine Phase und das eine kam zum anderen und irgendwann merkt man so, jetzt muss man irgendwas ändern. Und klar, die Tourverschiebung war tatsächlich der Höhepunkt, das mir auch sehr leid getan hat, weil die Fans natürlich enttäuscht waren, aber es wäre noch viel schlimmer gewesen, hätte ich diese Tour gespielt. Und das Tolle ist auch, dass die Fans so Verständnis jetzt haben und dass sie sagen, hey, jetzt ist uns alles klar und alles gut so und wir freuen uns auf dieses Jahr, auf die Tour. Und das wird doch alles viel, viel besser als das, wenn das letztes Jahr gewesen wäre, aber... Ja, ich habe einfach gelernt, um das kurz zu fassen aus dem letzten Jahr, dass Momente vergänglich sind und dass es sehr wichtig ist, zu genießen und wirklich die Momente zu schätzen. Das hört sich immer sehr nach so Kalendersprüchen an, aber das habe ich wirklich gelernt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dankbar auch zu sein. Ich war nie undankbar, aber man muss sich bewusst machen, was man hat. Und dann ist man auch viel glücklicher. Du warst quasi so kurz vorm Burnout oder hast am Burnout gekratzt, sagen wir mal so. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Also Burnout finde ich immer sehr, das hört sich immer komisch an. Ist ein abgedroschener Begriff, aber... Ja, tatsächlich war es eher so ich habe mich einfach im Spiegel nicht mehr erkannt. Also deswegen passt Spiegel auch sehr, sehr gut zu der Phase. Aber ich habe Menschen um mich rum gehabt und es waren nicht viele. Und am stärksten waren es natürlich die Fans, aber auch mein Mann, die einfach zu mir gestanden haben und mich gesehen haben, als ich mich nicht mehr gesehen habe. Und das ist sehr wichtig. Du brauchst nicht viele Menschen um dich rum, aber du brauchst welche, die es ehrlich mit dir meinen und aufrichtig. Und ja, ich habe irgendwann einfach gesagt, so jetzt anders, jetzt so nicht mehr. Ich bin einfach nicht zufrieden und nicht glücklich und das kann nicht sein, weil ich sollte es eigentlich sein. Mir geht's gut und ich bin sehr gesegnet und deswegen, es ist so einfach, wenn man innerlich die Einstellung ändert, dann ist es eigentlich total einfach, glücklich zu sein. Nur man selber kann sich happy machen, das können nicht andere. Hast du dir schon verziehen? Naja, also ich finde, was mich schon ärgert, dass ich auf Leute nicht mehr gehört habe, die es ehrlich mit mir gemeint haben, aber... ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, alles gut, dass es so war, weil ich bin jetzt so happy und für immer ist entstanden und jetzt ist alles wieder einfach gut. Also nach Regen kommt Sonne, das ist einfach so. Und dann kommt noch der Regenbogen dazu. Oh, jetzt wird's kitsch. Oh, nein, mach weiter. Ein Kitsch am Morgen ist gar nicht wieder geworden. Du musst, das Leben ist eine Wellenbewegung und das ist ganz normal. Sehr schön. Man muss einfach nur Dinge akzeptieren und vor allem sich selber. Sehr schön. Und jetzt strahlst du und jetzt bist du die beste Version deines Selbst und das ist wirklich schön. Man merkt, dass es so natürlich ist und dass du strahlst und das ist wundervoll. Und jetzt spielen wir natürlich nochmal einen Song von dir. Vanessa Mai zusammen mit Xavier Naidoo. Ein Duett, wirklich, ich liebe es. Hast du jemals, möchtest du noch was zu dem Song sagen? Es ist einfach zum einen eine Riesenehre gewesen, mit Xavier performen, singen zu dürfen, das Video drehen zu dürfen. Mein Mann ist im Video, das war auch was ganz Besonderes, der hält sich ja eigentlich im Hintergrund. Das ist so ein Danke an ihn tatsächlich, nach der ganzen Phase im letzten Jahr. Sehr schön. Und ich hoffe, es wird eine neue Hochzeitssong. Neue Runde, One-Word-Song? Ach je. Letzte Runde, na aber klar. Nur noch. Wie konnte ich das vergessen? Du warst ja so ein Spielkind, wolltest gleich alles auf einmal spielen. One-Word-Song, wir haben quasi ein Zettelchen, auf dem steht ein Song und ein Wort drauf. Und wir versuchen, diesen Song zu singen, indem wir nur dieses eine Wort benutzen. Aua. Bist du ready? Sag mal, ich muss kurz fragen. Ich werde ja schon alt langsam. Ist das das, was das Normale? Ich darf ja nicht gucken. Ach so, verdammt, dann guck ich das. Okay, hier. Warte, ich guck. Ist das Normale? Das Edeljoker, der das hilft. Ja, im Grunde schon. Kann ich machen. Ja, ja. Ja, okay. Alles klar. Willst du? Oh Gott. Oh Gott. Sangria, 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 Sangria. Sangria, 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 Sangria. Sangria, Sangria. Margarita. Sehr gut. Okay, ich habe von Tiger. Ja, das ist ein Neuerer. Das ist ein Neuerer. Ja, hat man doch gehört. Ja, du meintest die Tiger-Version. Habe ich sofort. Ja, ja, voll. Hab den Remix rausgehört. Ja, den Remix. Okay. Okay. Schu 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 schu. Habe ich vorher noch Weekend? Nein. Nein, aber ich habe es vorher noch gehört und habe nicht gesagt The Weekend. Ganz neu. Ich kenne den Song. Schu 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 schu. Ja. Schu schu. Ja, ich kenne den Song, aber ich weiß nicht. Der ist so lecker, der Song, ne? Schu schu schu. Ah. Komm, Edeljoker. Ich weiß auch nur die Hook. Ja. Ja, wie Justin Bieber, aber ist auch sehr nett. Ach, natürlich, ja, wie Justin Bieber. Oh, wow. Gott, hast du doch also ohne Hilfe. Also, du hast doch mal ran. Verdammt. Sehr gut. Meine liebe Vanessa Mai, du strahlst, du bist quasi ein bisschen wie neu geboren und deine Karriere fühlt sich ein bisschen an wie ein Neustart, hast du gesagt, oder? Nach deiner etwas schwierigen Phase, durch die du gegangen bist. Du bist da ja sehr offen auf Instagram auch mit deinen Fans und in den Medien umgegangen. Wie viel Mut
hat dich das gekostet, so offen über das alles zu sprechen? Ich weiß nicht, irgendwie war das war so okay für mich. Also ich habe mir nie da so Gedanken drüber gemacht, weil ich finde, vor allem die Fans haben es einfach verdient zu wissen, was war. Und die Fans sind wirklich für mich meine zweite Family. Mhm. Das sind die Leute, denen ich zu verdanken habe, dass ich das machen darf, was ich machen darf. Mhm. Das hört sich immer sehr kitschig an, aber es ist einfach so, wenn die nicht wären. Ja. Was ist denn los? Was hast du Tränen in den Augen? das berührt mich sofort. Nein, aber es ist wirklich so. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Und deswegen, ja, mit den Medien zu sprechen, also warum nicht? Ich finde, sowas kann nur Mut geben. Zumindest geht es mir so, wenn jemand, den ich, zu dem ich aufschaue, irgendwas sagt und mich berührt und ich damit was anfangen kann, dann denke ich mir, wow, ja, das hilft mir dann sehr. Und für mich war es sehr wichtig, meinen Fans einfach auch was auf den Weg mitzugeben. Und ich habe so viel Fanbriefe auch bekommen, wo eben auch dieses Thema sehr überwiegend angesprochen worden ist, auch für sie selber. Und ich glaube, ich konnte da viel helfen. Das freut mich sehr total. Sehr schön. Welche Bedingungen hast du jetzt geschaffen, dass du sagst, unter diesen Bedingungen, jetzt geht's mir wieder gut? Ich genieße. Okay, wirklich? Ja, also ich nehme einfach alles ganz anders wahr. Früher wäre ich wahrscheinlich hier reingekommen und hätte das gemacht und wäre wieder gegangen. Und jetzt gucke ich raus, es scheint die Sonne, es ist schön, ich genieße es, ihr seid nett. Schön, so bewusst wirklich, in dem bewusst, Augenblick. Ja, einfach bewusst sein. Und das ist so easy und dann doch nicht so easy. Man lebt viel zu oft in so einem Hamsterrad und jeder von uns, das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, jeder von uns in seinem Trott steckt, einfach. Ja, ne? Genau. Mhm. Und man kann sich da selber sehr einfach rausholen, indem man einfach seine Einstellung ein bisschen ändert und den Blick auch. Jam FM, deine Nummer 1 für neue Musik.